Ja, hallo, grüß Gott und herzlich willkommen in meiner guten Stube. Da ist der Hagi mal wieder. Der ein oder andere kennt mir wahrscheinlich noch, wo ich Videos gemacht haben. Ich habe jetzt schon lange gar nichts mehr gemacht, weil das ist mir einfach zu aufwendig, nimmt viel Zeit. Aber jetzt juckt mich gerade wieder, ein bisschen was auf YouTube zu machen. Und zwar so Kurzbeiträge, so eine Reihe mit dem Titel Na sowas. Das sollte man nicht so ernst nehmen, oder doch? Das sind also Thema, das ist alles Mögliche, was mir nachdenklich stimmt, was ich lustig finde, was mir aufregt. Und wie schon gesagt, das läuft unter dem Titel Na sowas. Und nach den Beiträgen würde ich mich freuen, wenn ich von euch ein bisschen ein Feedback kriege, ein paar Kommentare, was ihr dazu denkt. Und zwar, das ist mein erstes Video zu der Reihe, und zwar der Auslöser war gestern Mittwoch, der 13.06., habe ich eine Bundestagsdebatte verfolgt im Fernsehen. Ich glaube, auf Phoenix, ihr wisst ja, wenn der Bundestag zusammenkommt, da werden ganz, ganz wichtige Dinge geschwätzt. Wie gestern zum Beispiel gab es eine Debatte über den Minister, über der von der FDP, der Dirk Niebel. Der war in Afghanistan, hat da unter einen Teppich gekauft oder geschenkt, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist schon mit dem Teppich heimflogen. Der Teppich war aber ein anderes Flugzeug irgendwie. Und da ging es darum, ob er beabsichtigt oder unbeabsichtigt den Teppich am Zoll vorbeigeschleust hat. Also auf Deutsch Steuerhinterziehung. Das Ganze wäre ja nicht so schlimm. Aber was die da abliefert haben im Bundestag gestern. Wenn es um sowas, eine Bundestagsdebatte gibt, stundenlang, also meine Herren, Abgeordnete und oder Volksvertreter, muss ich euch leider sagen, ich glaube, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als aus einem Furz eine Staatsaffäre zu machen. Da fällt einem gar nichts mehr ein, wenn man das im Fernsehen verfolgt hat, wie die da diskutieren und aufeinander los und auf den Mann rumhacken. Also das war ein Trauerspiel, ein Kasperlestheater, das war alles Mögliche, dass man sowas überhaupt im Fernsehen überträgt und dass sowas im Bundestag überhaupt stattfindet. Als ob man nichts Wichtigeres sind. Ja, gibt ja so viele Sachen. Der Euro geht der Bach runter, EU, das funktioniert sowieso wieder. Ein Rettungsschirm jagt der andere, das bricht sowieso alles auseinander. In Syrien werden Frauen und Kinder gefoltert und massakriert. Jetzt kicken wir gerade in die Ukraine, wo Menschen eingesperrt werden, wenn sie was gegen den Staat sagen. Und so können wir gerade auch nicht machen, das hat auch gar keinen Wert. Es dreht gerade nur um das Prinzip, dass man sich mit sowas im Bundestag, dass unsere Volksvertreter sich mit sowas befassen. Also da brauchen wir nicht wundern. Dass da überhaupt oder selten was Vernünftiges zustande kommt, gell? Wenn über sowas debattiert wird. Also, das ist meine Meinung. Und ja, das war's eigentlich schon, gell? Das war das erste Video mit dem Titel Na sowas, der Kniebel und der fliegende Teppich. Ja. Hoffen wir, dass mal wieder was dass es mal wieder anders zugeht. Aber gibt ja noch genug andere Themen. Spätestens in 189 Tage, also am 21.12.2012, geht die Welt unter, laut dem Maya-Kalender. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob da was im Bundestag kommt. Ja, das war's jetzt so geschwind einmal. Das war jetzt gerade so aus dem Handgelenk raus, so ein Beitrag, da ich halt gerade Lust dazu gehabt. Wenn ihr Lust habt, schreibt ihr mir was. Wenn nicht, ist auch egal. Wenn es mal wieder was Neues gibt, den Spruch kennt ihr auch da einer anderen, dann meldet ihr mal wieder. Und jetzt gucke ich noch schön, ob wir alles haben, was ich sagen will. Das war es eigentlich schon. Ja. Also, na, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch gute Tage, gute Zeit. Macht's gut und nehmt nicht alles so ernst.
Ich melde mich mal wieder. Bis demnächst. Euer Hagi und Tschüssli.